Okay, da leuchtet noch was. Holen wir uns mit. Beeindruckend. Ich glaub das nicht. Das ist der Alpha Nativa. Du kannst das an seinem Kern erkennen. Ein Alpha-Kern. Wenn sie nur... Eve. Hm? Ah, es gibt etwas, das du wissen musst. Die Wahrheit ist... Hallo? Hier drin! Kann mich irgendjemand retten? Höre ich da einen Menschen? In der Kapsel! Wenn das jemand hört, bitte hilf mir! Ah! Was zum... Eine Überlebende vom Landetrupp. Hast du etwa das Notsignal gesendet? Huh? Ja! Ja, das war ich! Du bist doch Mitglied des 7. Landetrupps, richtig? Ja. Und du? Ach ja, wenn ich mich kurz vorstellen darf? Ich bin Mitglied des 5. Landetrupps, eine Ingenieurin. Lily Atem ist die 2. Aber nennt mich einfach Lily. Also beginnen wir nochmal von vorn. Du willst mir sagen, dass du fast 2 Jahre in diesem Versteck auf einen Landetrupp gewartet hast? Und dann kamen wir. Ja, euch habe ich mein Leben zu verdanken. Ich habe eine Ewigkeit auf einen Landetrupp gewartet. Es war wirklich einsam hier. Man kann von Glück sprechen, dass wir dich dort überhaupt gefunden haben. Eve, du bist doch Teil der Streitkräfte, nicht wahr? Ja. Ich könnte deine neue Ingenieurin sein. Aber dazu bräuchte ich zuerst das passende Werkzeug. Passendes Werkzeug? Also, ich wollte vorhin schon etwas erwähnen. Was denn? Wie sage ich's? Es gibt eine Stadt, in der andere Überlebende, also außer mir, leben. Was? Wirklich? Sie heißt Zion, der Menschheit letzte Zuflucht. Dort könnte es Menschen geben, die uns helfen können. Ich habe dort auch einen Unterschlupf voller nützlicher Werkzeuge. Was stehen wir da noch so blöd rum, Leute? Aber vorher will ich euch um etwas bitten. Zurzeit hält Zion unter der Leitung von Orkel stand, unser spiritueller Anführer. Es ist kompliziert. Eve, ich weiß, dass der Verlust deiner Kameraden deinen Auftrag nicht gerade leichter macht. Aber bitte, hilf mir, Zion zu retten. Wenn du das tust, verspreche ich dir, dass Orkel und ich alles tun werden, um dir zu helfen. Wir müssen unsere Kräfte vereinen und einander helfen, wie wir es schon getan haben. Was denkst du? Ja, natürlich, kooperieren wir. Nur durch Teamwork war es mir möglich, den Alpha-Kern zu bekommen. Vielleicht kommen wir in der Stadt an noch mehr Informationen heran, Eve. Was denkst du? Ja, es gibt wohl keinen Grund dazu, Nein zu sagen. Aber trotzdem, ich möchte das erst entscheiden, nachdem ich mehr über diese Person erfahren habe, diesen Orkel. Darin sehe ich kein Problem. Okay, also für mich geht das klar. Alles klar, dann ist die Sache wohl beschlossen. Also gut, auf geht's nach Zion. Ja! Obwohl ich diesem Atom auch nicht zu 100% traue irgendwie. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, ich weiß nicht. Bin mal gespannt. Das ist schon ein bisschen mysteriös. Vielleicht ist es auch einfach deswegen, weil er nicht alles von sich preisgibt, so. Sieht aus wie bei Star Wars. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie hieß, diese Stadt in den Schluchten, in den Felsschluchten. Wow, seht sie euch an. Sie ist riesig. Es ist seltsam,
eine Stadt an so einem Ort zu sehen. Hier haben mal mehr als 100.000 Menschen gelebt. Krass. Offensichtlich heute weniger. Und das wird unser Hauptstadt sein. Mein Unterschlupf. Das Hilfstriebwerk schwächelt ein wenig. Könnte gleich holprig werden. Gut festhalten. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Hier können wir Sidequests annehmen und so ein Kram eben. Handel betreiben. Es ist eben eine Hauptstadt. Xion. Wow! Eine ganze Stadt unter dem Ödland. Das ist der Wahnsinn. Aber echt krass. Auch in den dunkelsten Zeiten ist Verlass auf den menschlichen Überlebensinstinkt. Also, wo geht's hin? Brauchst du nie eine Pause? Typisch Eve. Ja, das stimmt wohl. Orke ist im Audienzzimmer. Mir nach. So, da haben wir das aus der Vorbestellung, wie wir sehen, ne? Sie haben die Zack. Stadt tief und hoch gebaut. Planetarische Diving Suit 6. Und dann haben wir hier nochmal aus der Deluxe Edition das Zeug. Hier kriegt ihr also euren Zeig. Ja, plus 5000 G. Sternenhimmel Suit. Ja. Und jetzt können wir mal gucken, was wir da so Schönes haben. Adams Kleidung freigeschaltet, weil jetzt haben wir auch Adam und Lily. Die können wir jetzt auch nochmal anpassen. Und hier haben wir auch nochmal ein paar neue Sachen. Gucken wir mal. Sternenhimmelsuit und hier den planetarischen Diving Suit. Wir holen mal die Sternenhimmelsuit. Ne? Die sieht ganz cool aus, soweit jetzt erstmal. Brille könnten wir auch noch anziehen. Ja, klassische runde Brille. Und dann haben wir noch mal ein paar Ohrpanzerungen. Die hier finde ich auch ganz cool. Die passt ganz gut zum Sternenhimmel-Kram. Und dann haben wir hier noch mal das Sternenhimmel-Paket für die Drohne. Was auch recht cool aussieht. Mit dem Gold-Schwarz. Holen wir auch rein. So, jetzt können wir die normale Kleidung oder die Sternenhimmel-Kleidung holen. Dann gehen wir halt hier auch mal hin und machen die Sternenhimmel-Kleidung. Und auch bei ihm den Sternenhimmel-Anzug. Sieht eigentlich ganz cool aus. So viel dazu. Jo, hello. Hello again. Geht die Sternenhimmel-Crew geht jetzt mal hier zu Orkel. Sind Mauern um die Stadt dazu da, sie vor Nativa-Angriffen zu schützen? Sie scheinen aber nicht besonders gut verstärkt zu sein. Alter, die Stadt ist ja schon gigantisch, ne? Guck mal, wie geil das aussieht, ey. Brutal. Die ist ja in die Felswand reingebaut. Ja, und es ist unterm Ödland. Das heißt also, ja, halb unterirdisch, wenn man so möchte. Nicht ganz unterirdisch, aber ja. Das hier ist auch geil. Was ist denn das? Ein Kabelbaum oder was? Kabelbaum-Globus. Wow, wo bin ich hier? Wie die Kolonie reagieren würde, wenn sie hiervon wüsste? Wahrscheinlich gibt es ein Protokoll, um alle zu retten. Eine Mammutaufgabe. Aber ich kann erst Kontakt mit ihnen aufnehmen, wenn ich die Mission beende. Ich hoffe, das ist bald. Ja, das hoffen wir doch alle. Adam, wieso ist es hier wie ausgestorben? Verstecken sich alle etwa wegen uns? Es gibt ein Problem hier. Was soll das heißen? Erfahrt ihr gleich im Audienzzimmer. Ja. Und da gehen wir auch als allererstes hin, bevor wir hier auch noch ein bisschen erkunden. Mal, da gucken wir uns nämlich nach dem Gespräch oder nach der Audienz gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Und da können wir eh noch nicht wirklich viel machen hier.
Soweit bin ich halt auch schon in meinem Privatspiel, aber ich bin hier in der Stadt angekommen, noch nicht, hab auch schon ein bisschen erkundet, aber hab noch nicht weitergemacht ab diesem Zeitpunkt. Bei mir persönlich. Deswegen wird's jetzt gleich wieder pliant, sag ich mal, wenn wir hier fertig sind. Wenn wir so weit heute noch kommen. Los, wir sind fast da. Also hier kann ich jetzt gerade... Reparaturkonsole, kann ich nochmal rangehen? Ah ja, genau, den Waffenkern können wir nochmal verbessern. Stimmt ja. Sehr schön. Ja. Alles klar. Munition auffüllen. What? Kann gerade nicht benutzt werden. Okay. Hey, Rael. Ist lange her. Fast wie bei Star Wars auch hier, ne? Sehr wichtige Gäste. Machst du auf? Los. Orkel wartet auf dich. Man sieht sich, Rael. Viel Glück. Dankeschön. Wow, was für ein Ort. Hier bewahrt ihr die Erinnerungen auf, oder? Sehr gut erkannt. Das stimmt. Im Audienzzimmer werden Erinnerungen aufbewahrt. Und zwar die Erinnerungen, die es nicht zu Mothers 4 geschafft haben. Krass. Es ist soweit. Lol. Oh. Wie ich sehe, haben wir Gäste. Willkommen. Alter, ich würde euch gerne einander vorstellen. Das ist Sions Prophet, Orkel. Ich bin Landetrupp-Mitglied Eve. Mein Name ist Lily. Freut mich sehr. Adam hat mir schon einiges über dich erzählt. Du hast einen Alpha Nativa besiegt. Wenn er etwas fallen ließ, so zeig es mir bitte. Hier. Oh, das ist ein Alpha-Kern. Gib mir einen Moment. Du verfolgst das Ziel, die Welt vom Nativa-Ältesten zu befreien, dem Anführer aller anderen Nativas. Nun, denn ich vermute, du versuchst, den Alpha-Kern als Schlüssel zu nutzen und den Weg zum Nest zu öffnen. Ist das richtig? Woher weißt du das? Unglücklicherweise kann das Nest nicht mit einem Alpha-Kern allein geöffnet werden. Was? So ein Mist? Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, das Nest zu erreichen? Nur wenn ihr 4 Alpha-Kerne verschmilzen lasst und somit einen Omega-Kern erschafft. Einzig mit dem Omega-Kern wird es dir möglich sein, auch die tiefsten Ecken des Nests zu erreichen. Woher weißt du das alles? Dank meines persönlichen Datenlinks, der bis an die Oberfläche reicht, kann ich überall und nach allem auf der Erde suchen. Alles, was ich dafür brauche, ist die richtige Menge an Energie. Warte mal, bedeutet das, du kannst auch den Alpha Nativa ausfindig machen? Genug der Vorstellungsrunde. Adam, bitte setz die Hyperzelle ein. Eve, hier. Bitte folge, Adam. Mach ich. Okay. Erhöht sich dann seine Reichweite, wenn man die... Boah, wie geil das aussieht, ey. Und der ist komplett verlinkt und vernetzt, ne? Krank. Johnny Mnemonic oder so. Eve, Lily,
Kommt. Oh, es ist so dunkel hier. Ich mag die Dunkelheit nicht.